Das Empfangsgebäude Anfang der 90er Jahre. Davor alte Straßenbahnen und Fahrzeuge der damaligen Zeit. Die große Bahnsteighalle zeigt sich düster und schmuddelig. Kein schöner Anblick. Für die DDR-Reichsbahn beginnt eine schwierige Zeit mit dramatischem Verkehrsrückgang. Leere Bahnsteige und Züge sind jetzt an der Tagesordnung. Die Leipziger S-Bahn fährt mit Doppelstockwagen und mit der Baureihe 143. Für Rangierarbeiten ist noch die gute alte DRV60 zuständig. Sechs riesige Hallenschiffe überspannen die Gleise. Über den Querbahnsteig besteht Zugang zu den Bahnsteigen. Wieder ist ein Zug zur Abfahrt bereit. Es ist ein D-Zug nach Berlin, der sich auf den Weg macht. Die Wende bringt auch neue Züge nach Leipzig. Ein Interregio hat Ausfahrt. Der Interregio biegt Richtung Osten ab. Er ist nach Dresden über Oschatz und Riesa unterwegs. Das Gleisvorfeld gleicht einem Schienenlabyrinth. In engen Bögen rollen die Züge nach Osten oder nach Westen. Richtung Norden wird in der Mitte gefahren. Auch diese Loks erreichen regelmäßig die Messestadt. Eine Ludmilla ist auf dem Weg in die große Halle. Auf Gleis 5 hat die 232 Einfahrt. Die russische Diesellok bespannt jetzt einen Zug nach Berlin. Anfang der 90er Jahre sind die Gleise ins ehemalige West-Berlin noch nicht elektrifiziert.
Ein historischer Schnelltriebwagen der Bauart Hamburg rollt durchs Gleisvorfeld. Mitte der 90er Jahre ist dieser Zug der letzte betriebsfähige seiner Bauart gewesen. Er hat als Salontriebwagen der DDR-Regierung überleben können. Der zweiteilige Zug ist 1935 in Görlitz entstanden. Insgesamt 13 Züge waren es. Zusammen mit anderen SVT-Bauarten wird bis Kriegsbeginn im September 1939 ein Schnelltriebwagennetz mit Geschwindigkeiten bis 160 km/h befahren. Der alte Triebwagen ist Zubringer zu einem BW-Fest. Er pendelt zwischen dem Bahnhof und dem Bahnbetriebswerk Leipzig-West. Aber auch Dampfsonderzüge sind regelmäßige Gäste. Die Staßfurter 41-1231 ist auf dem Weg nach Saalfeld. Im Jahre 2005 rollt ein besonderer Gast ein. Es ist 01118, die heute bei der historischen Eisenbahn Frankfurt am Main zu Hause ist. Ja. 1935 wird die Lok im Bahnbetriebswerk Leipzig-West in Dienst gestellt. Zum 70. Geburtstag ist sie an ihren Ursprungsort zurückgekehrt. Die 01118 ist auf dem Weg ins BW nach Leipzig-West, wo sie einst in Dienst gestellt wurde. In den Gemäuern des alten BWs ist heute ein Fahrsimulator DDB untergebracht. Noch in Betrieb aber ist die alte Drehscheibe. 01118 wird jetzt für die Rückfahrt nach Frankfurt am Main in Position gebracht.
Auch historische Elektrolokomotiven sind von Zeit zu Zeit Gäste in den ehrwürdigen Hallen. Vor einen Sonderzug rollt 254 056. Die E94 ist bereits seit 2001 nicht mehr betriebsfähig.